Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy. Mit mir, Wegmann, und weiter geht's in Eishöhle. Dieser Ort ist von Pisco-Dämonen verseucht. Doch wir finden keine. Wow. Wow. Und immer noch nichts. Das ist jetzt, bis jetzt läuft es zu gut. Ich habe Angst. Hilfe. Da haben wir ja noch. Dialux? Ja, machen wir Dialux. Doch, passt schön. Da! Los, Blitzrad, blitz sie weg! Oh, das war's. Ja, ist echt wunderbar, muss ich sagen. Okay, hier ist nichts. Da sind die ersten Pisco-Dämonen. Das hat mich jetzt gerade echt ein bisschen umgehauen, dass hier wirklich nichts kam. Da habe ich mich dann noch des Besseren belehren lassen. Aber das ist mir wirklich nicht bekannt gewesen, dass jetzt wirklich so wenig kam. Aber hey, ich sehe drüber hinweg. Das ist für mich kein Problem. Wir können hier einfach weitermachen. Alpha steigt ein Level auf. Kupo steigt auch ein Level auf. Schöne Sache. Und weiter. Hier in diesem Untergeschoss in der Eishöhle, ja, ist es egal, was kommt, weil beide gleich schon ans Ziel führen und es keine Schätze oder sonstiges gibt. Ich rede zu viel. Todesab und Gespenst. Solange kein Seelenschinder kommt, ist alles in Ordnung. Uiuiui, seid ihr gleich fertig. Nur weil ihr es seid. Doch, ja! Los! Mach Glitzer, Glitzer! Ich will mehr Glitzer, Glitzer! Bam, 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 bam. Glitzer, Glitzer! Glitzer, Glitzer! Burn in hell! Hugo steigt ein Level auf! Yay! So. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern. So. Jetzt nochmal hierzu. Wenn das nicht klappt, also wegen Lähmung kann ja immer mal passieren, habe ich ja noch einen auf der Hinterhand. Bom, 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 badum. Bam, 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 bam. Daria! Glitzer, Glitzer! Dam, dam, dam. So. So. Kurz nachdenken. Komm schon, Mann. So, das gleich noch einmal. Oh Gott, die Lähmung bleibt einem nicht ver... Ach, ich habe keinen Ausdruck dafür. Ja, ich bin doof. Nein!
Verdammt. Ich hab nicht aufgepasst. Verdammt. Das ist nicht so gut, das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut, das ist niente. Ah. Ich check ein Level auf. Nur kurz was gucken. Ich will wieder hoch. Verdammt. Das gibt es doch nicht. Oh. Mini-Astos. Gibt es hier. Das ist schlimm. Das ist jetzt echt nicht gut. Das ist fatal. Das durfte jetzt nicht passieren. Ja, ist mir egal. Oh Mann. Ach Gott, das kostet mir viel. Das kostet mir so viel. Oh, 2. Yippie-yay. Puh. Das kam unerwartet. Da lasse ich wenigstens noch Hugo zu den Lebenden zählen lassen. Ja, okay. Items, da haben wir doch noch hier Phoenix wieder. Hupala. Was war das denn? Gleiches System wie Vulkan. Ja, man geht auf diese Stacheln und wird pro Schritt verletzt. Das ist dann nicht mal logisch. Also, folgendes ist passiert. Weswegen rege ich mich so auf? So, da ist ein großer Raum. Ich sollte die Risse umgehen. Weil da lag ein Flammenschwert. Dieses Flammenschwert hätte ich gerne gehabt. Und dann sollte ich erst auf einen der Risse treten. Ich habe es verkackt. Ich sag so, wie es ist. Also. Blutknochen, die kennen wir doch noch. Unsere guten Freunde. Aus der Terra-Höhle, nämlich Terra-Höhle, sondern dem Erdaltar. Ja, das waren die wir in diesem schönen Wald gefunden haben. Die Blutknochen. Schön. Angriffsvorteil. Burn! Oh schade, er ist nicht weg. Dann ist so weg. Ja, weg ist nicht schön aus. So. Dabei wollte ich das Flammenschwert unbedingt. Oh, Seelenschinder. Die haben eine Attacke, die machen Instant Death. Aus diesem Grund spart nicht mit irgendwas. Hau weg die Scheiße und dann ist Ende. Besser die als du.
Ich werde auf jeden Fall nochmal... Oh. Erstes Untergeschoss. Da! Ja. Wir greifen schön die Cockatrice an. Und dann machen wir Glitzra. Ich will das nicht, tritt auf! Ja, Nummer 1. Nummer 2. Ach, die Mumien sind mir doch... Na, da ist es schon. Ich wollte verhindern, dass dies kommt mit dem Stein. Ja, die ist aber auch anfällig. Ja. Hier kann man ja Perseus machen. So. Alles ist wieder... Eta, das da unten sollte wohl nicht erscheinen. Wieso kommt das denn jetzt aber auch schon wieder? Warte. Adia? Okay, ich hab mich gerade genug verguckt. Aber das Flammenschwert, das ist für mich sehr wichtig. Aus folgendem Grund. Ich mag Flammen. Nein, das ist ja nicht nur gegen Eisgegner stärker, sondern auch gegen Untote. Was logisch ist, wenn man überlegt, wieso? 10.000 Skill, das ist ja... Sag mal, das ist wunderbar. Danke. So. Feuerer sollte eigentlich reichen. Gut ist auch. Deswegen werde ich auf jeden Fall nochmal das zurückkehren, nur um das Schwert zu holen. Nein, das gibt es doch nicht. Oh mein Gott. Warte. Ja, Teufels... Oh mein Gott. Wie siehst du denn aus? Ich weiß nicht, ich versuche mal Dialogs und Feurer. Och, hat erledigt. Levitanit erhalten. Ich hätte aber nicht gerne, ich möchte an die Kiste. Ja, Teufelsauge, ist ja schön von dir. Kugelschlag Level auf, Abschlag Level auf. Ne, so klappt das nicht. Ha, Dreck. Okay. So, jetzt kriegen wir hier noch die volle Packung. Eiskrut fängt's ab hier, really big. Nein, das musste nicht sein. Das musste echt nicht sein. Aber es ist so, man rennt in den Raum rein und das erste, was passiert, zack, liegst du am Boden. Oh, hier wimmelt es aber echt von Gespenstern und so weiter. Ne, hier war falsch. Super, das ist die Familie von Astos. Die sehen genauso aus. Genau. Plus rot, nicht blau. Rot für Feuer. Piu, piu, piu. Noch nicht ganz so stark wie Astos. Okay, Astos war nicht wirklich stark. Verkehrt. Oh,
Salva bitte zuerst. Ah. So, ich beende auch hier mal kurz den Part. Mein Name ist Edwin Band, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy. Bis dahin. Ciao.